ich moderiere ihn an. Thomas Herrmann, Reverend Thomas Herrmann, gebt ihm einen herzlichen. Geht's euch gut? Schön, das freut mich. Mal gucken, wie es euch nach der Predigt geht. Andreas hat vor 3 Wochen über einen inneren Altar gesprochen, den wir alle in unserem Leben aufbauen können. Wenn ihr nicht da gewesen seid, schaut euch das nochmal auf dem YouTube-Kanal an, den inneren Altar aufbauen. Es geht um einen Ort der Begegnung, den wir alle haben, Begegnung mit Gott. Jeder Einzelne darf diesen inneren Ort gestalten, wo wir Gott begegnen können, wo Gott in unser Leben hineinspricht. Vor 2 Wochen hat Moore darüber gesprochen, dass ein Baustein an diesem Altar das Warten ist. Und der Predigttitel war: Warten macht stark. Ich möchte heute über einen weiteren Baustein reden und das ist Anbetung. Und der Titel heute heißt: Anbeten macht glücklich. Anbeten macht glücklich. Ich glaube, dass Anbetung ganz viele Schlüssel beinhaltet, ganz viel Segen freisetzt und von den meisten Christen weltweit wirklich unterschätzt wird. Anbetung öffnet Bereiche des Lebens für die Dimension Gottes auf eine ganz neue Art. Wenn wir Gott anbeten, dann praktizieren wir etwas, wofür wir geschaffen worden sind. Anbetung ist, wir geben Gott Anerkennung, Wertschätzung und Liebe und wir beginnen es auch zu empfangen, weil es ist ein Zwei-Weg-System. Anbetung ist nicht nur etwas von uns zu Gott, sondern da kommt auch etwas zurück. Aber dazu werden wir gleich noch mal ein bisschen mehr dann hören. Was mir wichtig ist, jetzt am Anfang dieser Predigt, mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf, egal wie gut dein Anbetungsleben ist. Ich glaube, dass Gott etwas freisetzen will. Und lass mich eins noch vorneweg sagen, wenn es um Anbetung geht, dann geht es nicht um gesungene Lieder. Wir alle haben schon mal Lieder gesungen und waren Anbetungslieder gesungen und waren mit unseren Gedanken ganz woanders, oder? Also ich war es schon, bei euch auch. Also ist sicherlich jedem schon mal passiert. Musik kann ein Ausdruck von Anbetung sein. Worte, gesprochene Gebete kann Ausdruck von Anbetung sein. Aber Anbetung ist noch so viel mehr. Und da möchte ich mit euch hineingehen. Ich möchte mit euch einfach mal zurückgehen in die Weihnachtszeit vor 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde. Und wir gehen nicht nach Bethlehem, sondern geh mal in den heutigen Iran. Ungefähr 1000 Kilometer weit weg von Israel waren ein paar Männer, die sehr wohlhabend waren, sehr reich waren. In der heutigen Zeit würde man sie als Esoteriker bezeichnen. Sie waren mystisch unterwegs, sie waren astrologisch unterwegs, sie haben wahrscheinlich einer Gruppe angehört oder waren irgendwie vernetzt mit Leuten, die auch esoterisch unterwegs waren, die sich Dinge angeschaut haben. Und in diesem Kreis gab es uralte Prophetien, die wahrscheinlich auf Bileam aus dem Alten Testament zurückzuführen sind, der etwas über einen Stern prophezeit hatte, der das Kommen eines neuen Königs in Israel ankündigt. Und dann erscheint dieser Stern zur Geburt Jesu. Sie sehen diesen Stern und etwas in ihnen ist freigesetzt, dass sie sagen, jetzt geht diese Prophetie in Erfüllung, kommt, wir machen uns auf den Weg. Und sie bereiten eine schwere Reise vor, wo sie wahrscheinlich monatelang unterwegs sind, zu Fuß, auf Pferden, auf Kamelen unterwegs sind. Eine Reise damals, ziemlich gefährlich auch, weil du hast viele Wegelagerer gehabt. Das war nicht so ein sicheres Reisen, wo man ins Flugzeug einsteigt und auf der anderen Seite dann landet und alles ist in Ordnung. Zumal sie viele Reichtümer auch mitgenommen haben. Und sie sind unterwegs und schließlich nach langem Suchen kommen sie hin. Und jetzt ist Jesus wahrscheinlich zwischen 1 und 2 Jahre alt. Wir sehen das daran, dass sie ja Herodes befragt haben, wo ist der König geboren? Herodes hat gefragt, wann ist denn der Stern erschienen? Und er bringt dann alle Kinder, alle Jungs, die 2 Jahre und jünger sind, um. Also wahrscheinlich war Jesus so zwischen 1 und 2 Jahre so ein Krabbelkind. Und jetzt kommen wir in eine Szene hinein, die ich mit euch anschauen möchte. Moment. Wir lesen das in Matthäus 2.
Und sie, das sind jetzt die Weisen, sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Also es war nicht mehr im Stall, sondern es war jetzt im Haus. Das zeigt uns auch, dass Jesus jetzt schon ein Kleinkind war. Und dann kommt es. Da fielen sie nieder und beteten es an. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wenn wir heute in diese Predigt über Anbetung gehen, dann möchte ich, dass wir uns ein Vorbild nehmen an diesen nichtchristlichen Esoterikern. Esoteriker werden oft so zur Seite geschoben, aber hier waren Menschen, die haben etwas erkannt und die haben etwas praktiziert, was für uns alle ein echtes Vorbild sein kann. Sie haben sich auf den Weg gemacht, eine lange, eine beschwerliche Reise, um zu Jesus zu kommen. Und sie haben ihn angebetet, indem sie niedergefallen sind, indem sie ihm Ehrerbietung und Respekt entgegengebracht haben. Und sie haben ihn angebetet, indem sie ihm Geschenke gegeben haben. Anbeten macht glücklich. Etwas hatten diese Leute verstanden, was sie getrieben hat, diesen Weg auf sich zu nehmen und das zu tun. Ich meine, wer von uns würde vor einem vielleicht 18 Monate alten Jungen niederfallen, niederknien und es anbeten? Wenn man sich das wirklich vorstellt, dann ist es eigentlich eine komplett verrückte Situation. Aber sie fielen nieder und sie beteten an. Anbeten macht glücklich. Warum? Weil Anbeten eine Dimension öffnet in einen anderen Bereich hinein. Anbeten ist das, wofür du und ich geschaffen wurden. Vielleicht war das dir noch nicht bewusst, aber das ist in unser Herz hineingelegt. Unser Herz ist darauf angelegt, Gott anzubeten. Was heißt anbeten? Ich möchte eine Definition für Anbetung heute mal hier über diese Predigt stellen, weil die uns helfen wird, da tiefer einzudringen und das besser zu verstehen. Anbetung bedeutet so viel wie Liebe, die ausgedrückt wird. Ausgedrückte Liebe, ausgedrückte Wertschätzung für jemand anderen. Das ist Anbetung. Wenn in der Bibel von Anbetung gesprochen wird, das ist auf Gott bezogen, dann geht es um Liebe und Wertschätzung, die wir Gott gegenüber ausdrücken. Und ob wir es wissen oder nicht, wir sind dazu gemacht. Jeder Mensch ist darauf angelegt, Liebe weiterzugeben und Liebe zu empfangen. Die meisten Menschen wissen das nicht. Die meisten Menschen denken, wenn es darum geht, einfach nur zu empfangen, dann geht es uns gut. Aber das, was wirklich glücklich macht, ist, wenn es ein Zwei-Wege-System gibt, was Liebe angeht. Liebe wird gegeben und Liebe wird empfangen. In der vergangenen Woche, also ich liebe meine Frau sehr, sie ist jetzt krank, deswegen hi am Livestream. In der vergangenen Woche gab es eine Situation, wo ich meiner Frau gesagt habe, dass ich sie lieb habe. Wir saßen so am Tisch und ich war so am Aufstehen und habe gesagt, ich habe dich lieb, Schatz. Und sie hat irgendwie so genickt oder Danke gesagt oder irgendwie so etwas. War nicht so ganz das, was ich erwartet habe. Aber es war schon okay, weil ich habe ihr meine Liebe gegeben. Aber dann bin ich so an ihr vorbeigegangen und dann habe ich gesagt, hast du mich auch lieb? Warum habe ich das gesagt? Weil beides in uns angelegt ist. Wir wollen Liebe geben und wir wollen Liebe empfangen. Und Liebe will ausgedrückt werden. Wir sind dazu gemacht, dass wir geliebt werden und wir sind dazu gemacht, dass wir lieben. Und was die Bibel uns zeigt, ist, dass wenn es um Liebe geht, es um mehr geht als ein Gefühl. Jesus macht das deutlich, als er gefragt wird, was das wichtigste Gebot im Alten Testament ist. Und wir lesen das mal in Matthäus 22. Da kommt jemand zu ihm, einer von den Schriftgelehrten, und sagt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz, also im Alten Testament? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und dann redet er dann noch weiter über die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu Menschen. Aber hier sagt er, das ist das größte und das wichtigste Gebot. Warum? Weil wir dafür gemacht wurden. Und warum ist es ein Gebot?
offensichtlich kann man es tun oder man kann es auch bleiben lassen. Und genau das ist das, was passiert. In unserer Gesellschaft gibt es so viele Missverständnisse, wenn es um Liebe geht, weil wir Liebe so oft mit Gefühlen verwechseln. Und die Bibel hat ein viel umfassenderes Bild, wenn es um die Liebe geht. In der Bibel findest du die gefühlsbetonte, die romantische Liebe sehr stark beschrieben. Im Hohelied der Liebe wird die Liebe zwischen Mann und Frau beschrieben. Die ganzen Gefühlswallungen, wir würden heute sagen, die Schmetterlinge im Bauch und all das, was es an Unsinn und Sinn mit sich bringt. Aber dann wird die Liebe beschrieben als etwas, was viel mehr ist als Gefühle. Weil wir alle wissen das und wir kennen das, die Liebesgefühle, die können auch vergehen. Aber es gibt eine Liebe, die größer ist, die tiefer ist, die weiter reicht als Liebesgefühle. Liebesgefühle kicken uns an, das ist das, was wir suchen, das ist das, was die Menschen suchen. Aber wir müssen verstehen, dass die Liebe etwas Tieferes ist. Unser Herz hat Löcher und die Liebe, die in unser Herz hineingeschüttet wird, irgendwie verfliegt die, irgendwie rinnt die wieder heraus. Wir haben Löcher im Herzen, sei es durch die Sünde, sei es durch Frustration, durch Verletzung, irgendwie die Liebe, diese gefühlsmäßige Liebe, die diffundiert immer wieder weg wie ein billiges Parfüm. Aber es gibt eine Liebe, die tiefer ist, die wachsen kann und die stärker und stärker und stärker wird. Ich möchte euch das an einem Beispiel deutlich machen. Als wir vor 24 Jahren unseren Sohn bekommen haben, da war das, und davon bin ich bis heute überzeugt, der schönste, der beste, der einzig wahre Sohn, den man überhaupt nur haben kann. Er war einzigartig, er war wunderbar. Du konntest ihn, oder ich konnte ihn damals auf einem Arm liegen haben. Sein Köpfchen lag hier in dieser Hand, dann sein Körper hier, ein Bein da. Ein Bein da. So habe ich ihn gehalten und habe ihn angeschaut und war überwältigt. Da waren Liebesgefühle da. Ich habe gedacht, mehr kann man sein Kind doch nicht lieben. Und diese Gefühle haben angehalten ein paar Tage. Weil wenn du die erste Nacht durchmachst, am Anfang sind diese Liebesgefühle so stark, dass du deinen Sohn liebst, egal ob er nun schreit oder nicht. Aber irgendwann verlassen dich auch diese Gefühle. Irgendwann fängt dein Kind dich an zu nerven. Und wenn das Kind älter wird, dann macht es dir Sorgen. Ich erzähle nicht zu viel von ihm, das könnt ihr ihn mal selber fragen. Vor allem für die Jugendlichen ist interessant, fragt ihn mal nach seiner Geschichte. Aber der Punkt ist, dass die Gefühle vergehen mögen, aber eine andere Art von Liebe wird zum Fundament für die Beziehung. Eltern und viele von uns, die wir Eltern sind, können das nachvollziehen. Du liebst die Kinder mehr als alles andere auf der Welt und mögen sie dich noch so sehr nerven. Mögen sie noch so sehr dich herausfordern. Da ist eine Liebe zu den Kindern, die wächst über die Zeit, die da ist, eine Zuneigung, die tiefer ist, wo wir etwas für die Kinder tun, ob sie es nun verdienen oder nicht. Ob sie nun liebenswürdig sind oder nicht liebenswürdig. Sind sie würdig, geliebt zu werden? Das ist uns als Eltern doch egal. Wir lieben sie mit einer Liebe, die viel, viel größer ist und wir würden immer wieder alles für unsere Kinder tun. Und das ist für mich dieses Bild von der Liebe zwischen Gott und uns Menschen. Sehr häufig verwechseln Christen die Liebe zu Gott und das Geliebtsein von Gott mit diesen Gefühlen. Und diese Gefühle gibt es und es ist gut und die darf man auch genießen. Aber die Liebesbeziehung, die wir zu Gott haben dürfen und die gestaltet wird durch unsere Anbetung, ist noch viel mehr. Ist viel tiefgründiger, ist unabhängig von Gefühlen, ist unabhängig von Umständen. Da mögen Dinge schiefgehen, aber wir beten Gott an, weil wir wissen, wer er ist. Wenn wir anfangen zu verstehen, wer Gott ist, dann werden wir wie diese Weisen aus dem Morgenland sein, die 1000 Kilometer beschwerliche Reise auf sich nehmen
um zu dem Messias, um zu Jesus zu kommen und ihn anzubeten, weil dieser kurze Moment der Anbetung so viel verändert. Und das Geniale für uns ist, wir müssen nicht jedes Mal 1000 Kilometer reisen, um zu Jesus zu kommen. Darüber hat der Andreas gesprochen. Wir alle dürfen diesen inneren Altar haben. Wir alle sind nur einen Gedanken weit weg von Gott und wir dürfen ihn anbeten. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Wir dürfen ihm Liebe geben und Liebe empfangen in dem Augenblick, wenn wir an ihn denken. Wenn wir Liebe mit dem Gefühl verwechseln, dann wird es uns so gehen, dass wir sagen, naja, manchmal ist die Liebe halt da und manchmal nicht. So leben viele Paare. Aber die Wahrheit ist, die Liebe ist mehr als ein Gefühl und wir dürfen uns für die Liebe entscheiden und deswegen formuliert Jesus die Liebe auch als Gebot. Aber Liebe, die nicht ausgedrückt wird, ist keine echte Anbetung. Liebe, die keinen Ausdruck findet, die keinen Weg findet, wie sie weiter kommuniziert wird. Liebe, die unter einem Deckel gehalten wird. Das ist nicht die Liebe, die dieses Leben hervorbringt. Und bezogen auf Gott, das ist nicht die Anbetung, wenn wir einfach nur in unserem Herzen still irgendwie wissen, naja, wir wertschätzen Gott. Das ist nicht etwas, was Leben hervorbringen wird, so wie Gott sich das gedacht hat. Liebe will ausgedrückt werden, Liebe will kommuniziert werden. Gott hat seine Liebe zu uns ausgedrückt in Worten. Hier dieser riesige Liebesbrief von Gott. Gott hat seine Liebe ausgedrückt in seinem Sohn, in Jesus, der hier in diese Welt gekommen ist, was wir feiern an Weihnachten. Er ist in diese Welt gekommen, er ist am Kreuz für uns gestorben. Gott hat Wege gesucht und gefunden, seine Liebe auszudrücken und er findet immer wieder neue Wege, um seine Liebe auszudrücken. Die Frage ist, wenn es um Anbetung geht, finden wir Wege, unsere Liebe auszudrücken? Und ich glaube, wir alle können das. Jeder Mensch kann Liebe ausdrücken und ich möchte mein Herz euch weitergeben, weil ich glaube, dass wenn wir Menschen der Anbetung werden, wenn wir Menschen werden, die mehr und mehr Gott anbeten und die Liebe an Gott verschenken, dann werden wir mehr und mehr Beschenkte sein, weil die Liebe Gottes wieder in unser Herz durchdringt. Aber es gibt viele Menschen, denen fällt das schwer, besonders Männern. Warum ist das so? Ihr Frauen, Amen, genau, ihr sagt eine Frau. Ihr Frauen seid Wesen, die wir Männer nicht verstehen, aber bewundern, die gelernt haben oder es irgendwie in sich tragen, viel, viel mehr als wir Männer zu kommunizieren. Frauen lernen und identifizieren sich über Hören und Reden. Das ist für Frauen wichtig. Hören und reden, da entsteht Beziehung. Für uns Männer ist das etwas anders. Für uns Männer geht es mehr um Sehen und um Tun. Wir brauchen nicht viele Worte. Dankeschön. Wir brauchen nicht viele Worte. Frauen haben Freundinnen, mit denen sie zusammen auf Toilette gehen. Wir Männer haben Kumpels, mit denen wir etwas tun zusammen und da braucht es kein Gerede. Wir können einen Tag lang beim Angeln nebeneinander sitzen und es war ein erfüllter und genialer Tag und unsere Beziehung ist danach richtig gut. Ihr Frauen versteht das nicht, aber das ist eine Realität. Als vorhin ich in den Gottesdienst reinkam, in den ersten Gottesdienst, kam der JP mir entgegen und er hat mich gefragt, und Tom, alles klar? Und ich habe gesagt, ja, und wir waren glücklich. der Männerkommunikation funktioniert so. Wir sind nicht kompliziert, sondern einfach. Das hilft uns, das Leben zu meistern. Warum immer in die Tiefe gehen, wenn man mit einem einfachen Ja alles gesagt haben kann?
Aber, und hier möchte ich uns Männer herausfordern, weil das führt dazu, dass viele Männer auch Schwierigkeiten haben, ihre Liebe nicht nur in der Beziehung auszudrücken, sondern auch Gott gegenüber auszudrücken. Und ich habe ein Herz dafür, dass wir als Männer echte Anbeter werden. Und ich glaube, dass wir als Männer, was Anbetung angeht, sogar vielen Frauen etwas vormachen können, weil da ein Herzschlag, eine Liebe und eine Leidenschaft entsteht, die so viel bewegt. Männer können bei zwei Dingen besonders gut reden. Das eine ist, wenn sie eine echte Leidenschaft haben. Und mein Wunsch ist, dass wir eine Leidenschaft für Gott entwickeln. Wenn du Männer siehst, die begeistert sind von einer Sportart, sie mögen ihrer Frau nur sagen, der Tag war okay, aber sie können über alles eine Stunde lang reden, was ihre Sportart betrifft. Oder über das Auto oder über das neueste Werkzeug oder was weiß ich was. Männer können reden, wenn sie von etwas begeistert sind. Und ob Mann oder Frau, ich sage, lasst uns begeistert sein von unserem Gott, weil er es wert ist. Jetzt möchte ich eine kleine Ehelektion einschieben, weil ich glaube, dass das ganz hilfreich sein kann für die Frauen, weil viele Frauen verstehen uns Männer nämlich nicht. Und ich habe gedacht, heute muss ich das einfach mal hier so ein bisschen mit reinbringen. Wisst ihr, wenn die eine Sache, wo wir Männer anfangen zu reden, ist, wenn wir begeistert sind. Das andere ist, wenn uns die richtigen Fragen gestellt werden. Und das ist etwas, das kann man lernen. Man kann lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Als Carline und ich zusammenkamen, da habe ich auch nicht viel geredet. Und Carline sagt im Nachhinein, sie musste mir alles aus der Nase herausziehen. Sie hat Fragen über Fragen über Fragen gestellt, was ich denke, was ich empfinde. Die Frage, was empfindest du, das ist für einen Mann ein böhmisches Dorf. Damit kannst du als Mann nichts anfangen. Als Mann bist du glücklich, wenn deine Frau dich fragt, wie war dein Tag? Weil dann gibt es genau drei Sachen, die du sagen kannst. Gut, es geht oder schlecht. Und damit ist das Gespräch erledigt. Du hast alles getan. So würdest du mit einem Mann kommunizieren. Liebe Frau, wenn du mehr Verbindung zu deinem Mann willst, dann stell nicht die Frage, wie war dein Tag, sondern stell die Frage, was hast du getan? Danke. Männer funktionieren über Sehen und Tun, nicht so viel über Reden und Hören. Ich meine, überleg doch mal, Jesus hat sich 12 Jünger genommen. Das waren Männer. Und was sagt er zu ihnen? Schaut, was ich tue und dann macht das Gleiche. Und jetzt sagst du vielleicht, aber Jesus hat doch auch gepredigt, er hat doch auch Gleichnisse erzählt. Natürlich, es waren ja auch Frauen da. Vielleicht, stell dir das mal vor, Männer und Frauen sitzen vor Jesus. Und Jesus erzählt das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Alle nicken fleißig und finden das total gut, was Jesus da erzählt. Und als die Frauen weg sind, kommen die 12 Männer zu Jesus, Männer, und sagen, und was bedeutet das jetzt? Wir funktionieren unterschiedlich. Lerne als Frau die richtigen Fragen zu stellen. Sag nicht, was denkst du darüber? Weil wahrscheinlich hat dein Mann noch gar nichts darüber gedacht. Und du bringst ihn nur in Verlegenheit. Du könntest stattdessen fragen, hast du eine Idee, wie ich das sehen könnte? Jeder Mann ist hilfsbereit und liebt es, seiner Frau Ideen zu geben. Und wenn du ihn um Hilfe bittest, wie du das sehen könntest, wirst du alles über sein Herz erfahren. Weil er dann darüber redet, mit dem Gefühl, dir zu helfen.
Männer und Frauen sind unterschiedlich, aber egal, ob Mann oder Frau, worum es heute geht, ist, dass wir Wege finden hinein in diese Dimension der Anbetung. Die Dimension der Anbetung, die uns nahe zu Gott bringt und die Gott nahe zu uns bringt. Ich glaube, dass Gott uns einlädt, dass Gott uns herausfordert, dass Gott uns lockt und dass er es uns gebietet. Liebt mich, drückt eure Liebe aus, so wie diese Weisen es getan haben. Nehmt sie zum Vorbild. Ihr müsst keine 1000 Kilometer reisen, weil das ist der innere Altar, das ist wirklich nur einen Gedanken entfernt. Aber drückt eure Liebe doch aus. Drückt eure Liebe zu mir aus. Findet Wege, eure Liebe zu mir auszudrücken. Ich glaube, dass eine hervorragende Möglichkeit, das zu lernen, die gesamte Gemeinde ist, unser Treffen. Ich glaube, deswegen sind die Gottesdienste wichtig, wenn wir zusammenkommen und wenn wir gemeinsam Gott anbeten. Es ist eine Hilfe, wo wir etwas lernen für unser persönliches Leben. Und es ist so viel leichter, in Gemeinschaft Gott anzubeten, sich an Lieder dran zu hängen, sich von Musik leiten zu lassen, hinein in die Gegenwart Gottes. Und an dem Punkt möchte ich einfach mal unserem Lobpreisteam danken, die so einen super Job immer und immer und immer wieder machen. So viel Proben, persönlich Proben, gemeinsam Proben, dafür, um Hunderten gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, Gott anzubeten, Gott anzuschauen, in seine Gegenwart hineinzukommen, Gott zu erleben. Aber wenn sich das auf den Gottesdienst beschränken würde, dann wäre was verkehrt. Ich habe vor einem halben Jahr im Sommer eine neue Männer-Connect-Gruppe gestartet, wo ich ein paar Männer gesammelt habe und wir gesagt haben, okay, wir wollen zusammenkommen und gemeinsam Gott suchen, gemeinsam Gott wachsen. Einer der Männer, der noch recht jung im Glauben war, hat gesagt, ich weiß ja überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Und Männer haben so das Gefühl, okay, wenn man jetzt als Männer sich noch um Glauben herumgruppiert, dann, oh, was kommt da alles, wie persönlich wird das? Und ich habe angefangen, einfach nur über Fragen das Ganze zu steuern und habe Fragen gestellt. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht, habe gesagt, unsere Anbetung, wir haben keine Musik bei uns, aber lasst uns in kurzen Sätzen Gott einfach danken und ihn ehren. Jeder hat schon irgendetwas Gutes erlebt, das sind Dinge, für die du Gott danken kannst. Das ist der erste Schritt der Anbetung, ist anzufangen zu danken. Und am Anfang war es tatsächlich so, dass tendenziell kurze Sätze, 2 Sätze, 3 Sätze gesprochen wurden. Manchmal, heute, ein halbes Jahr später, schaue ich so heimlich auf die Uhr, wie lange wollen die jetzt noch machen? Weil sie gelernt haben, auszudrücken, zu danken. Man kommt in einen Fluss der Anbetung hinein. Wir entwickeln uns da hinein und es wird leichter. Das Fundament der Liebe in uns wird stärker. Und vor allem, wenn wir verstehen, dass Liebe nicht das Gefühl ist, dann kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, ich danke ihm, ich lobe ihn, ich ehre ihn, völlig unabhängig von meinen Gefühlen, unabhängig von den Umständen. Ich mag gerade durch eine schwierige Situation hindurchgehen, aber ich weiß, ich kann ihn anschauen, ich kann ihn ehren und das setzt wieder neu etwas frei. Bei Anbetung geht es darum, von sich selber wegzuschauen. Und das ist eigentlich die Lektion, die man gerade in so einer Gruppe, in einer Connect-Gruppe lernt, dass man sagt, ich schaue von mir selber weg, ich drehe mich nicht nur immer im Kreis um mich selber. So viele Menschen, wenn sie ihren eigenen Altar mit Gott bauen, dann setzen sie sich eigentlich selber auf den Altar und drehen sich in ihren Gebeten ständig nur um die eigenen Nöte, um sich und das, was sie beschäftigt, anstatt sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, Gott, du sitzt auf dem Thron und dich bete ich an und ich schaue dich an, unabhängig davon, wie ich mich fühle, unabhängig davon, wie es mir geht. Und das ist eine gewisse Disziplin, die wir entwickeln müssen, aber die wir auch entwickeln können. Da ist ein Weg hinein in die Gegenwart Gottes. Da öffnet sich ein Raum für dich, ein Raum, in dem Gott anfängt zu reden. Vor kurzem hat mir ein Mann erzählt, dass seit einiger Zeit er das so erlebt, auch gerade
durch Gebet und so weiter, dass so Lichtblitze da sind, dass plötzlich Erkenntnisse da sind, Offenbarungen da sind, Sachen, die er früher nicht hatte, Erkenntnisse über Gott oder darüber, wie Gott ihn liebt. Und er hat das nicht als Gottes Reden gesehen, aber ich habe ihm erklärt, das ist genau das, was passiert. Gott redet, diese spontanen Gedanken, diese spontanen Eindrücke, Erkenntnisse über Gott. Gott redet zu dir, da kommt etwas zurück in dein Leben. In der Anbetung verändert sich unsere Perspektive. Wenn wir lernen, von uns wegzuschauen und unsere Liebe Gott zu geben, dann verändert sich die Situation. Anbetung kann für dich Dinge tun, die du mit deinen Sorgen, mit deinen verkrampften Versuchen, dein Leben auf die Reihe zu kriegen, nie auf die Reihe kriegst. Weil Anbetung einen Raum für Gott öffnet, mit seiner Liebe in dein Leben einzutreten. Und wenn wir die Weisen anschauen, dann sind da noch ein paar Dinge, die ich einfach nur kurz am Rande erwähnen möchte, weil ich glaube, dass da ein paar Gedanken drin sind, die für den einen oder anderen hilfreich sind. Die Weisen haben es sich etwas kosten lassen, zu kommen und Gott anzubeten. Schau nicht immer, dass es einfach nur einfach ist, weil du dich danach fühlst und dann betest du Gott an. Sondern bete ihn an, ob du dich danach fühlst oder nicht. Lass es dich etwas kosten. Die Weisen haben verschiedene Ausdrucksformen für ihre Anbetung gehabt. Ihre Körperhaltung, sie sind niedergefallen. Gebrauche deinen Körper, um Gott anzubeten. Wenn du alleine bist, knie dich nieder, leg dich vor Gott hin, tanze vor ihm, bewege dich mit ihm, sei ihm einfach nah und ehre ihn. Mit deinem ganzen Sein. Und dann sehen wir noch etwas. Geben ist Ausdruck von Liebe. Wenn jemand sagt, Gott, ich gebe dir, wir haben das Opfer, unser Herz für sein Haus gehabt. Geben ist ausgedrückte Liebe. So sehen wir es bei den Weisen. Anbetung ist so vielfältig. Anbetung ist so viel mehr als gesungene Gebete. Oder gesprochene Gebete. Liebe lässt sich auf so vielfältige Art ausdrücken. Genau wie im Zwischenmenschlichen, so auch mit Gott. Ich möchte zum Abschluss noch einen Gedanken hineinbringen, der, glaube ich, für den einen oder anderen wichtig sein wird. Ich habe vorhin gesagt, wir wurden geschaffen für die Anbetung. Wir wurden dafür geschaffen, anzubeten. Unser Herz ist darauf angelegt, anzubeten. Und wenn wir Gott nicht anbeten, dann wird unser Herz sich wahrscheinlich andere Dinge suchen, mit denen wir anbeten oder Dinge, die wir anbeten. Ich glaube, dass manche den Segen dieses Anbetungslebens, den ich beschrieben habe, nicht erleben, weil sie nicht nur einen inneren Altar haben, sondern mehrere innere Altäre haben. Vielleicht gibt es diesen Altar, mit dem du in den Gottesdienst kommst oder in die Connect-Gruppe kommst und du betest Gott an, Gemeinschaft, Form, gesungene Lieder. Aber vielleicht gibt es nebendran einen Altar, auf dem du selbst dich anbetest, deine Schönheit, deine Gesundheit, wo eigentlich auf diesem Altar steht, meiner, mir, mich und alles geht um dich. Deine Nöte, deine Probleme und alles immer nur du. Oder vielleicht gibt es einen anderen Altar, einen Altar des Materiellen, wie wir mit den materiellen Dingen umgehen, Materialismus, einen Altar der Sexualität, wo wir sagen, Gott, nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Im Alten Testament sehen wir eine Geschichte, wo als Israel geteilt wurde, das Nord- und das Südreich, im Reich Israel war es so, dass da ein König war, der gesagt hat, es ist zu anstrengend, immer nach Jerusalem zu wandern, was im Südreich war, und Gott dort anzubeten. Wir bauen eine eigene Anbetungsstätte. Und ähnlich wie der Tempel in Jerusalem wurde dort ein
Anbetungsort installiert, sodass es leichter war, dorthin zu kommen. Aber dann geschah noch etwas. Dieser König stellte in diesem Tempel nicht nur den Altar für Gott auf, sondern er richtete andere Götzen auf. Und es waren Götzen der Völker rund um Israel, sozusagen der Welt, in der sie lebten. Die Götzen von der Fruchtbarkeitsgöttin, wo es um Sexualität ging. Die Göttin, oder im syrischen Bereich gab es den Gott Mammon, wo es um Materielles, um Reichtum, um Wohlstand geht. Und was es gemacht hat mit dem Volk, ist, es hat eine große Verwirrung ausgelöst. Weil wenn das Volk dahin gekommen ist, war es nicht ausgerichtet auf den einen und wahren Gott, sondern es hat noch dieses und noch dieses und noch dieses angebetet. Und das Ergebnis war das Exil, war die Zerstörung, war das Vertreiben in ein anderes Land, weil der Segen Gottes nicht mehr empfangen werden konnte. Und ich glaube, manchmal erleben wir als Christen den Segen Gottes nicht, weil wir andere Altäre da haben, weil wir noch anderes anbeten als allein Gott. Wir tun das nicht mit Liedern, aber wir drücken unsere Liebe zu solchen Dingen aus mit unseren Entscheidungen und indem wir mit unseren Entscheidungen, mit unseren Taten sagen, das ist mir wichtiger als Gott. Vielleicht ist es so, dass da eine Beziehung ist, von der du weißt, die ist nicht gut, die solltest du längst beendet haben. Du weißt, sie ist nicht richtig. Aber es ist noch ein Altar in deinem Leben, der noch nicht niedergerissen ist. Und du musst eine Entscheidung treffen, dich von etwas zu lösen. Gott sagt im Alten Testament eindeutig, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, weil das nicht funktioniert. Wenn Gott wenn Gott sagt, gib den Zehnten in das Vorratshaus Gottes, und dann ist da noch der Gott des Mammon, den wir normalerweise nicht so identifiziert haben, aber der in unserem Denken drin ist, der sagt, ich kann es mir nicht erlauben, den Zehnten zu geben, dann sind das sozusagen diese zwei Altäre in meinem Leben und ich muss eine Entscheidung treffen. Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Und das Gleiche könnte man auf viele andere Bereiche anwenden. Und wenn es dich betrifft, dann spürst du, dann siehst du, dann hast du jetzt so einen inneren Altar, einen Götzen vor deinem inneren Auge, wo du merkst, hier muss ich eine Entscheidung treffen. Lasst uns Menschen der ehrlichen Anbetung sein. Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In Johannes 4 sehen wir, er sucht Menschen, die ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Eigentlich braucht Gott uns nicht. Aber das ist der Punkt, wo er schwach wird. Wenn Menschen ihn im Geist und in der Wahrheit ehrlich anbeten und sagen, du bist meine Nummer eins. Werde eine Anbeterin, werde ein Anbeter nach dem Herzen Gottes und der Himmel öffnet sich über dir. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast und immer wieder liebst. Ich danke dir, dass du deine Liebe so vielfältig ausdrückst für uns. Wir danken dir, Herr, dass du immer und immer wieder in unser Leben hineintrittst und kommst und uns lockst. Und danke, dass wir durch Anbetung dir entgegentreten dürfen und eine neue Dimension mit dir erleben dürfen. Und ich möchte einfach an dieser Stelle fragen, während ihr die Augen geschlossen haltet, ob jemand da ist heute Morgen, der sagt, ich habe diesen inneren Altar noch gar nicht, ich habe gar nicht diese Beziehung zu Gott, ich habe gar nicht diese Ebene, wo ich eine Beziehung zu Jesus Christus habe, aber ich möchte gerne in diese Verbindung mit Gott eintreten, ich möchte ihm mein Leben anvertrauen, ich möchte mit ihm leben.
Wenn das dich betrifft, dann würde ich gerne nach dem Gottesdienst kurz mit dir beten. Und ich bitte dich einfach mal kurz um ein Handzeichen, während alle die Augen geschlossen halten. Heb einfach kurz deine Hand, dass ich das sehen kann. Ist jemand da, der sagt, ich möchte mein Leben heute mit Gott verbinden? Ich möchte diesen Startschuss machen. Ist jemand da? Dankeschön. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden? Ich möchte die Personen, die die Hand eben gehoben haben, bitten, nach dem Gottesdienst zu mir hier an die Seite zu kommen. Ich werde hier an dieser Seite stehen. Du kannst zu mir kommen und ich werde ein Gebet mit dir sprechen, will dir auch noch ein Buch mitgeben, was dir hilft, in der Beziehung mit Gott fest zu werden. Mach dein Leben fest in Gott. Starte diese Beziehung, diese Verbindung ein für alle Mal, dass sie nicht mehr aufhört. Und wenn du eben am Ende der Predigt gemerkt hast, dass es noch Götzen gibt in deinem Leben, dass es noch Bereiche gibt, in denen du aufräumen solltest, möchte ich dir Mut machen, triff eine Entscheidung. Geh nachher beten, mach das selber mit Gott klar. Such dir vielleicht einen Bruder, eine Schwester, mit der du das besprichst im Glauben. Geh zu deinem Connect-Gruppenleiter oder einem Seelsorger. Mach es klar, dass du sagst, ich will alleine Gott anbeten. Gott soll die Nummer eins in meinem Leben sein, damit ich hinter diesem geöffneten Himmel der Anbetung leben kann. Amen.